Willkommen zu einer neuen Folge bei Angeln mit Stil. In der heutigen Folge wirst du sehen, wie wir Unglaubliches erlebt haben. Zuerst begleitest du uns bei einem Raubfischangeln der Kinder und Jugend des Fischereivereins Lingen. Gemeinsam mit den Kids erkunden wir ein Gewässer, welches seit neuestem dem Verein zur Verfügung steht. Im Anschluss sind wir in die Niederlanden gefahren, um uns dort mit Icident und seinen Freunden zu treffen. Doch was wir da erlebt haben, damit haben wir alle nicht gerechnet. Damit du dies nicht verpasst, bleib am besten bis zum Schluss dran. Etwas gewinnen kannst du übrigens auch noch. Und jetzt, Film ab! Willkommen zu einer neuen Folge Angel mit Stil. Wir sind hier heute in Lingen und zwar bei dem Fischereiverein Lingen. Und die Kids und die Jugendlichen, die sind heute am Angeln und die begleiten wir ein bisschen. Also kommt mal mit. Ja, kenne ich jetzt überhaupt nicht. Ich muss mir natürlich überlegen, welche Taktik ich hier angehe. Relativ steile Uferböschung, aber kann man noch gut lang gehen. Allerdings sehe ich auch hier vorne überall recht flach. Gegenüber ist natürlich sehr viel Gehölz und sehr viel Baum. Ich schätze mal, dass das Überstände sind, die den einen oder anderen Raubfisch vielleicht ein bisschen Schutz bieten, das könnte interessant werden. Aber ich glaube, das wird auch mit Sicherheit eine sehr hängerträchtige Geschichte. Und da müssen wir mal ausprobieren, wo die Reise geht. Was war das? Wirf da mal mit deinem Dings eben hin, das war da in der Lücke. Spuren drauf? Hier unten. Komplett. Okay. So, näher unter der Büsche gehen. Wieder in Kontakt? Schade. Ja. Fisch. Aber ich sag noch, näher unter der Büsche geht nicht. Kann wohl eben landen. Ja, das ist gut. Der Hand eben? Okay. Niklas, schmeißt den Kescher mal rüber. Muss ich mal gucken, wie ich hier runterkomme. Quick Release. Egal, das reicht ja. Fisch gesehen. Was war es denn? Ein kleiner Hecht. Ah, okay. Aber der war definitiv 40? Ja, definitiv untermaßig. Also es ist auch ganz gut, dass er von selber losgegangen ist. Ja, siehst du, aber das war ja schon mal erfolgreich. Das war's. Und das war der Wurf, den ich aus Versehen in den Busch reingeworfen habe. Und dann musste ich den schütteln, ist dann vom Busch runtergefallen. Aber gebissen hat er es auf der Hälfte der Strecke. Und er hat den vorher schon einmal dran gehabt. Daher wussten wir, dass einer hier ist. Und den haben wir jetzt beackert, bis es geklappt hat. Oder so halb geklappt hat, ne? Schön. Schön. Fisch gibt's hier also doch. Ein. Aber auch nur einen. Nee, die haben nur einen mehr gesehen. Das war ein 70er-Hecht, das war sogar ein brauchbarer. Okay. Dann gibt's jetzt zwei. Als Nachläufer, genau. Ja. Und Niklas? Du hast das Trinken vergessen mitzunehmen. Wir müssen hier viel Strecke machen. Es ist warm und ich bin dick. Jetzt dürft ihr Mitleid haben. Erstes Mal die Route hoch. Das hätte auch gerade schief gehen können. Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber ich mache mir eher Sorgen, ob das jetzt schief geht. Verwalter, ey. Siehste, selbst Fett kann klettern. Oh, Fett darfst du ja nicht mehr sagen, Übergewicht auch nicht. Heißt ja jetzt Mehrgewicht. Mehrgewicht? Aber wir sind noch am Fluss. Ja. Shatterbaits angle ich normalerweise gar nicht. Fragt mich nicht warum, ich weiß es nicht. Ein Kollege hat mir den jetzt geschenkt, also habe ich den jetzt mal ausprobiert. Schöne Grüße an Thorsten von Toba Boot Zubehör. Und jetzt könnt ihr mal sehen. Hier hat der ordentlich drauf getickert. Kleiner Hecht, aber der wollte ihn haben und der hat ihn auch kurz gehabt. Und jetzt habe ich dann doch Vertrauen in Shatterbaits.
Bis zum Mittag haben wir mit den Kids und dessen Betreuern am kleinen Fluss geangelt. Dabei wurden einige Kilometer Strecke zu Fuß zurückgelegt. Am Ende der Strecke warteten bereits Getränke und unfassbar leckeres Essen auf uns. Bei Speis und Trank wurde dann noch gemeinsam gefachsimpelt, über Fänge, Bisse und Nachläufer gequatscht und natürlich auch die besten Fänger und Fängerinnen der gefangenen Barsche und Hechte erwähnt. Keines der Kids ist leer ausgegangen, denn für die Kids gab es noch eine Verlosung mit tollen Preisen. Ein großes Dankeschön an Florian Migos, den Betreuern der Kids und dem Fischereiverein Lingen für die Einladung und den wundervollen Tag mit euch. Jetzt aber noch nicht abschalten, denn der Angeltag geht noch weiter. Zusammen mit Icident und seinen Freunden haben wir noch einen unvergesslichen Angeltag mit richtig kapitalen Fischen erlebt. Und gewinnen kannst du auch noch was, wenn du diese Folge bis zum Schluss schaust. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, und jetzt geht es weiter. Wir sind jetzt in Niederlanden angekommen, wir waren ja heute Morgen beim Kinderangeln. Der Joe ist gleich mit uns gekommen und jetzt kommt gleich noch der Icident und der hat auch noch ein paar Leute im Schlepptau, ich weiß nicht wer. Wir treffen uns jetzt hier mit Niederlanden und gucken mal, was wir heute zu packen kriegen. Geile Kammer. Oh, Kontakt. Bio. Alter. Alter, Kescher, 50er Barsch. Nee, kein 50er, aber was ein Bello, Alter. Was ein Bello. Schnell. Klapp schnell auf, ganz schnell rein damit. Boah. Alter. Alter. Was ist mit ihm denn? Petri, dann. Meine Fresse. Ja, er macht den einen Schwenk. Ja, was sagst du? Was für ein Start, ne? Was für ein Start. Ich dachte gerade, echt, wäre ein 50er, weil der hatte irgendwie ein ganz anderes Aussehen, ne? Aber der hat so farblos. So kennen wir das gar nicht. Schöner Fisch, richtig faszinierend. Kaum sind wir hier bei Icy, bringt der Glück, wa? Ja. Bei der Brücke waren ein paar kleinere Barsche, da war meiner der größte. Ja. Domme hat heute schon so einen 50er, 60er Hecht auf Topwater gefangen. Ja. Ja, das war's. Alter, hat der reingeschäppert. Ja, meine Güte. Zack! Alter, schon wieder so. War das? Was ein schöner. Schöner Fisch, ne? Oh, der hat wenigstens Farbe. Definitiv. Das ist egal. Jeder fängt mit dem Köder, ob der in der Bock hat. Oh, super. Schön, die Verkehr zu sehen. Wie das geht? Er macht jetzt eben Fisch dran. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was für Sachen Knolli alles schon kaputt gemacht hat. Außer mein Herz. Komm, Eisi, du bist raus. Ich hab dir was dran gelassen, damit du nicht verhungerst. Ja, Alter. Ja, aber der große kam aus dem Tunnel. Den anderen habe ich da reingeworfen, der dann nie gut damit ist. Ne? So viel Unrat, ne? Du kannst halt irgendwie nur jede dritte Uhr vorne rausfischen. Naja. Kescher, Kescher. Ja. Du bist auch ein guter. Ja, oh, Alter, denke ich. So wieder abbuckelt. Ja. Rein. Boah, das ist ein Monster, Digga. Boah, der ist ganz schön geknickt, oder? Digga, du machst mich fertig heute. Petri, Alter. Du machst mich fertig heute. Ey, glaub jetzt nicht, dass das so läuft. Die ganze Saison läuft schlecht. Bis auf Digga, Eichern. Das ist so eine fette Murmel. Lass mal mein Video. So, Dennis, was denkst du? Ist hier noch ein Barsch unter der Brücke oder hast du jetzt alle gefangen? Ich freue mich einfach, dass die Jungs da sind, weil die haben gutes Omen hier gelassen. Den ganzen Tag schneidern und kommen sind die dabei, geht's hier ab. Ey, ich bin porös. Der ist ungenießbar. Eis im Drill, DJ Dent. Ah, warte gleich. Ah, Digga! Das ist ein Haken! Mach ihr nicht jetzt anhauen? Nein! Nach FD. Du hattest vorhin recht, alles. Und von Arno fängt immer. Was hast du mit dem? Hat der einen an der Waffel hat? Ja, den Satz hat er auch gesagt. Ja, ja.
Ich sterbe. Vor allem, weil die Eisenplatte sicher heiß war. Ich liebe diesen Nasenfett halt. Das ist immer wichtig, wenn man Gargamel auch mal die Nase lang zieht. Ganz wichtig. Ich verstehe gar nicht, warum mich immer alle Gargamel nennen. Deswegen immer schön folgen. Der Dennis Knoll, @DennisKnoll auf Instagram. So, jetzt angel ich auch mal ein bisschen. Gerade ein Biss, ein Barschbiss höchstwahrscheinlich. Das waren jetzt keine großartigen Bissspuren auf dem Köder zu sehen. War aber jetzt auch kein Riese, glaube ich. Der Eisi hat ihn verscheucht, bin ich mir ziemlich sicher. Deine Mutter hat den verscheucht. Ja. Fisch! Oh, guter! Wenn sich keiner bewegt, wo ist der Kescher? Hey, ganz knapp, Leute! Nee, ist noch dran. Alter, leck mich am Barsch, Alter. Ja, Mann. Ja, schuss mal wieder, ey. Halt rein, da komme ich ganz schnell. Oh, Alter, was geht denn heute ab? Digga. Was ist denn heute los? Petri. Petri, dank. Alter, ich werde verrückt. Digga, das ist wieder so ein Kranker, Alter. Oh. Das ist aber, der ist größer als vorher. Digga, der ist lang, Alter. Ja, bei dem ersten dachte ich auch schon. Wo sind wir? 47. 46, nicht 47. Ja. Geiles Ding, ey. Petri, Diggi. Was ist heute bei dir los? Du und die Barsche, du. Ihr seid heute dicke Freunde, habe ich das Gefühl. Ey, das ist unfassbar. Wir sind jetzt die dritte Stelle jetzt, ne? Ja. 340er Barsche, ich werde bekloppt, Alter. Ich werde bekloppt. Ich wollte eigentlich schon wieder los. Und dann kommt da noch einer. Was ist denn los? Die fange ich ja sonst eigentlich woanders, nicht an solchen Stellen. Und ich habe noch gesagt zu Niklas, ich sage, heute wäre eigentlich ein geiler Tag für Barsche. Schöne 40er Barsche, aber dann in den Wehren, aber nicht hier. Dafür hätte ich gesagt, wenn es Zandertag. Man kann Thorsten sagen, der die Goofy-Klemme erfunden hat. Die hier. Mit ihm war ich letztens angeln, seitdem nutze ich die. Und der Gummi war mir vorhin schon die ganze Zeit abgerutscht, weil der Wirekeeper einfach zu klein war. Und jetzt, jedes Mal bleibt es hängen. Ne? Jetzt kann ich wieder Würfe machen, ohne dass der Gummi da runterrutscht. Und dann hast du sonst immer 5 Würfe und dann hast du den so verzogen und dann läuft er nicht richtig. So, mit der Goofy-Klemme klappt das. Das ist, hätte ich nicht gedacht. Am Anfang war ich echt skeptisch, ob die nicht den Lauf verändert. Wenn sie es tut, dann zum Positiven. Verrückt. Einfach verrückt. Hier. Also wir sind ja heute nur mit echt hilfsbereiten Leuten unterwegs. So, wo willst du den hin haben? Direkt hier unten rein. Boah, Spinne. Ja, lass mal fallen, Alter. Okay, da bin ich auch raus. Mhm. Ich hätte die Route mitnehmen sollen, hätte ich direkt runterwerfen können. Danke gern. Boah, Alter, lecko mio, was war das denn für ein Biss, ey? Ach, jasses. Was für ein Biss. Das sah so aus, als hättest du ein Stromkabel reingehauen gerade. Alter, so fühlte sich der Biss aber auch an. Ich sag, was ist hier heute los, ey? Ja, 2 Stück. Ja, Fisch. Oh, Jastis Maria Josef. Ganz krasser Fehlbiss gewesen. Ganzen Gummi abgezogen. Das gibt Klicks. Da liegt er noch drin. Fisch! Ich hab da 100 mal hingeworfen. Sander, soll ich den mit der Hand geben lassen? Ja. Darfst du gerne direkt abhaken und auslassen. Das ist mein Service hier. Da mach mal aus. Körpereinsatz. Ja, hier, Abhack-Service hier. Ja, der will den Gummi aber behalten. Geil. Fisch! Danke sehr, geil. Das ist sehr geil. Auch gut. Ah, das gibt's nicht. Ich hab da wirklich gerade 2 mal hingeworfen. Leck mich am Zeh.
Aber manchmal ist das so, ne? Die Tage gibt es. Dann kann man die Tage, wo man dann wieder richtig fängt, noch mehr wertschätzen. Das ist auch ganz schön. Ja, Dennis, jetzt musst du da auch runterklettern zum Abhaken. Machst du einmal halten? Ich kletter, du musst nicht klettern. Nein, um Gottes Willen! Kannst aber auch gleich werden, lass ihn gleich da unten rein. Petri. Schön. Boah, das sah aus wie eine Gazelle, ne? Ja. Die Gazelle gesehen? Definitiv. Aber wie kommt die Gazelle da jetzt wieder weg? Noch hier so. Und was ist gerade passiert? Zwei Zander. Ach, du hast auch gerade. Ja, hier sind einige Dinge passiert. Oh, schön. Petri, ah, geil. Danke, Petri, danke. Entschneidert. Ha, schön. Das ja, bei den gut. Temperaturen. Ja, ja, hätte ich mich da auch nicht runterhüpfen sehen. Nee. Wenn ich ehrlich bin, ich dich auch nicht. Was soll man sagen? Gute Taten werden belohnt, ne? Ja, Karma, ne? Karma-Konto sagt man immer so. Oh. Läuft bei dir. Ja. Da ist er. Ah. Der Schöne. Ja. Schön. Und dafür müsstest du so weit von uns weggehen? Ja, sorry. Alles gut. Du weißt gar nicht, was du verpasst hast. Oh nein. Du glaubst es nicht. Wer hat die Route kaputt gemacht? Rate doch mal. Dennis. Warte, das ist eine harte Route. Nein, bitte. Die lag da einfach nur. Ich wollte nur deine Reaktion filmen. Vegan Sanderillo! Yes, Mann! Yes! Yes! Oh mein Gott! Geil! Das endlich geschafft. Ja, Mann. Das war tatsächlich mein erster Zander auf Jiggen. Ganz normal in Jiggen. Mhm. Nice, ne? Das ist nicht verkehrt. Dennis, was ist los? Ja, hier liegt ein verwesenes Tier, aber ich bin zu fischgeil. Ich weiß nicht, ob das eine tote Katze oder ein toter Marder ist. Ich glaube aber Marder oder so. Und der riecht nicht gut. Und das ist sehr sonnig halt, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ich muss hier gleich weg, Alter. Ich hatte aber einen Biss, ne? Da kannst du nicht einfach aufhören. Perücke unter der Brücke. Oh, die sieht auch ein bisschen fieser aus. Nee, ich glaub nicht. Was? Ich glaub nicht. Nee, kein Kescher. Oder ja. Ja. Schön. Nächste Fisch. Ein Riese, aber ich möchte nie raus. Das stimmt, aber du hast auch eine bessere Position gewählt, sonst kann ich besser filmen. Sauber. Dank. Schöner kleiner Freund. Ich würde auch fast sagen, wir lassen ihn vielleicht über den Kescher zurück. Petri! Petri, danke fürs Kescher. Der geht aber fix, ey. Wo hast du den hergebeamt? Manchmal muss das schnell gehen. Wenn es um sowas geht, dann raste ich aus. Ja. Leute, was ein geiler Tag, würde ich sagen, ne? Spontan kann man. Moin! Spontan. Was soll ich sagen? Also das war ein spontaner Tag. Ne? Heute Morgen Kinderangeln, war auch nicht unbedingt geplant. Und dann ganz spontan mit Icy getroffen. So, dann habe ich den Joe heute beim Kinderangeln getroffen. Ja. Den Dominik und den Moritz. Kannte ich beide noch nicht. Und wir haben heute alle einen richtig geilen Tag gehabt. Ich kann mich auch nicht beschweren. Lief gut. Das sind einige Barsche und Zander, die rausgekommen sind. Ne? Ja. Definitiv. Holla die Wald. Das war richtig gut gefangen. Das, was wir am Anfang erlebt haben, das habe ich in meinen 5 Jahren Angeln noch nicht erlebt. Das war richtig irre. Ich in meinen fast 30 Jahren Angeln auch noch nicht. Das ist geil. Da geh ich mit 3 fremden Leuten los und die denken jetzt, ich könnte angeln, weil ich einfach mal so einen Glücksmoment hatte. War unfassbar geil. Ich freue mich. Das war ein richtig schöner Angeltag. Ich freue mich, dass ich euch kennengelernt habe. Das war auch mega geil. Das können wir echt gerne wiederholen. Richtig Spaß gemacht. Und sollten Niklas und ich, wir gehen nämlich noch weiter, keine Fische mehr fangen, dann ist der Film jetzt vorbei. Bis dahin. Hey Leute, wartet. Hier Kanal abonnieren. Nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren. Kanal abonnieren. Okay, Glocke aktivieren. Daumen nach oben. Kommentar da lassen, wie geil alle sind. Und
Immer schön. Dennis verlost eine Packung Melody Share. Ja, genau. Ich verlose zwei. Zwei Packungen unter jedem Kommentar, der hier runter kommentiert. Genau. Kuss. Und es wäre geil, wenn ihr dabei ein Abo bei Icy Dent hinterlasst. Aber das habt ihr ja eh schon. So. Siehst du. Das ist Abmann. Falls ihr was habt, ihr gefühlt, alle, bleibt gesund. Macht's gut. Tschö. Tschüss.